So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, nun Platz zu nehmen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zur 23. Plenarsitzung des Hessischen Landtages, heute am Dienstag, den 29. Oktober, und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung und der Nachtrag, die Tagesordnung stammt vom 22. Oktober, mit insgesamt 68 Punkten liegt Ihnen vor, und Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen, Top 61 bis 66, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Redezeit 5 Minuten je Fraktion. Aufruf wie immer Donnerstag um 9 Uhr. Auf dem Nachtrag zur Tagesordnung sehen Sie unter Top 67 die Beschlussempfehlung und den Bericht des Haushaltsausschusses zu den Bemerkungen des Hessischen Rechnungshofes 2017, Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Hessen. Und wenn Sie keine Einwände haben, können wir die Beschlussempfehlung am Mittwochabend ohne Aussprache aufrufen und abstimmen. Ich sehe, dass dem zugestimmt wird. Noch eingegangen und auf den Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der Sozialdemokraten zu Top 5. Das ist der Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften. Das ist die Drucksache 20/1387 zu Drucksache 20/628. Wir haben ein bisschen die Tagesordnung aufgeräumt, und insoweit kann ich Ihnen mitteilen, dass folgende parlamentarische Initiativen in die Fachausschüsse überwiesen werden. Das betrifft erstens auf Wunsch der Fraktion der AfD den Top 12. Das ist die Große Anfrage, Drucksache 20/875 zu Drucksache 20/152. Sie wird dem SIA zur weiteren Beratung überwiesen. Ebenso auf Wunsch der Fraktion der AfD wird Top 30, das ist der Antrag Sofortmaßnahmen auf der Bergshäuser Brücke, zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen. Top 16, das ist ebenfalls ein Antrag der Fraktion AfD, das ist der Bahnübergang in Rüdesheim, Drucksache 20/151, wird ebenfalls zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen. Und das Gleiche wollen wir machen, nämlich abschließend überweisen zur Beratung in den WVA Top 17. Das ist der Dringliche Entschließungsantrag von CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das betrifft ebenfalls den Bahnübergang Rüdesheim, Drucksache 20/263. Genauso verfahren wir mit dem Top 19, das ist der Antrag der Freien Demokraten, Mittelstand und Handwerk stärken. Auch hier erfolgt eine Überweisung zur abschließenden Beratung in den WVA. Top 27, ebenfalls ein Antrag der Freien Demokraten, digitaler Meldeschein, wird auf Wunsch der Fraktion zur abschließenden Beratung in den DDA überwiesen. Und schließlich wird Top 29 auch ein Antrag der Freien Demokraten, digitales Zeugnis zur abschließenden Beratung in den KPA überwiesen. Herr Kollege Frömmrich, Sie melden sich. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Präsident, wir hatten heute Morgen besprochen, dass wir die Große Anfrage 20/875 Verpflichtungserklärung in den SIA überweisen. Das ist nicht ganz sachgerecht, weil die Beantwortung dieser Großen Anfrage hat in Gänze das Innenministerium gemacht. Und von daher, glaube ich, ist es sachgerecht, wenn wir diesen Bereich in den Innenausschuss überweisen. Alles klar, das drängt sich auf. Herr Kollege Lambrou, es ist eine Große Anfrage der AfD. Wenn es sachgerecht ist und die überwiegende Beantwortung durch das Innenministerium stattfindet, überweisen wir es nicht in den SIA, sondern in den Innenausschuss. Herr Dr. Grobe nickt. Ja. Nein, will er nicht. Ja. Sie sind einverstanden. Günter Rudolph. Du hast es versucht, Günter. Bei mir ist an. Herr Präsident, die Große Anfrage Drucksache 20/918. Die Lage der Elterngeneration in Hessen wird nicht besser, je länger wir warten. Deswegen beantragen wir die Überweisung in den zuständigen Fachausschuss, den SIA. Ja, wenn sich da kein Widerspruch hebt, wollen wir genauso verfahren. Das ist der Top 13. Alle stimmen zu und nicken freundlich. So, jetzt habt ihr. Ja, bitte, Kollege Rudolph. Ja, Herr Präsident, die Geschäftsführer waren
fleißig, was sie ja meistens sind, zur Bereinigung der Tagesordnung. Den Top. Ja, Fraktionsvorsitzende loben selten, ich weiß, Herr Boddenberg. Den Top 44 der SPD-Fraktion können wir mit aufrufen mit dem Setzpunkt der Grünen 20 und 43, wie heute Morgen schon mal avisiert. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich habe ja gesagt, die parlamentarischen Geschäftsführer sollten wir hüten wie unsere Augäpfel, weil sie eine außergewöhnlich wichtige Funktion übernehmen. Und dafür gibt es einen Sonderapplaus am heutigen Tage zum Einstieg in diese Plenarsitzung. Man sieht Liebe und Zuneigung im Hessischen Landtag selten, aber hier sehen wir sie. So, dann machen wir das so, wie der Kollege Rudolph vorgeschlagen hat. Interfraktionell haben wir uns darauf verständigt, dass der Top 43, der Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90, die Grünen, starke Kinder, starke Familien, das ist die Drucksache 20-1412 zusammen mit dem Top 20. Das ist der Antrag der Freien Demokraten, Drucksache 20-564 und Top 44 insoweit, Herr Kollege Rudolph, aufgerufen werden. Und die Redezeit 10 Minuten je Fraktion beträgt. Okay, so machen wir es. Abschließend möchte ich zur Tagesordnung noch mitteilen, dass die Fraktion DIE LINKE gemäß § 33 Absatz 4 Satz 2 unserer Geschäftsordnung beantragt hat, dass eine Entscheidung des Landtages zum Antrag der Landesregierung Veräußerung der landeseigenen Liegenschaften der Bereitschaftspolizei Mülheim und Kassel-Niederzweren, Drucksache 20-1455 zu Drucksache 20-1359 eingeholt wird. Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses ist in den Fächern verteilt und eine Aussprache dazu erfolgt, wie wir vereinbart haben, morgen unter Top 68, der dann vor den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu den Petitionen aufgerufen wird. Die Redezeit beträgt vereinbarungsgemäß 5 Minuten je Fraktion. Alle nicken und sind freundlich, und dann machen wir das so. Insoweit darf ich fragen, ob Sie die Tagesordnung genehmigen. Das scheint der Fall zu sein. Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Wir haben im Ältestenrat vereinbart, dass, und es ist auch der Tagesordnung auch vermerkt, wir heute bis 19 Uhr tagen. Wir beginnen mit der Fragestunde. Danach fahren wir fort mit Top 3. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Sozialdemokraten für ein Gesetz zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts. Und der Top wird zusammen mit Top 4, nämlich der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen, aufgerufen. Entschuldigt fehlen heute die Kollegin Carina Fissmann, der Kollege Karl-Hermann Bolldorf und der Kollege Kahnt. Sind weitere unserer Kolleginnen oder Kollegen entschuldigt? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, der mit Liebe und Zuneigung zu tun hat. Und insoweit darf ich Ihnen allen oder darf ich Sie heute alle wissen lassen, dass der Abgeordnete Moritz Promny Geburtstag hat. Aus Zeitgründen, lieber Kollege, wollen wir auf das Singen von Geburtstagsliedern verzichten. Ich darf Ihnen aber dennoch im Namen des gesamten Hauses alles Gute, viel Glück und vor allem auch Gesundheit für das kommende Lebensjahr wünschen. Die liebreizende Kollegin Hartmann wird Ihnen jetzt einen guten Geisenheimer Tropfen, damit Sie das auch ordentlich begießen können, überreichen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Kollege.